Und nochmal hallo. So, wo sind wir denn heute? Ruinberg in Flammen. Diesmal im Zug. Mit zwei neuen Kameraden, die wir erst vor kurzem im Clan aufgenommen haben. Dem Paintman und dem Atomic Nipples. Ja. Ihr seht's, die Erfahrung hält sich in Grenzen. Ich sag mal, alles bis 5000 Spiele ist noch Anfänger, also ich habe den Anfängerbereich selber gerade verlassen. Alles, was darüber hinausgeht, wäre dann wohl fortgeschritten. Und bevor die Zahl da nicht blau ist, kann man sich noch lange nicht Profi nennen und selbst dann. So. Ja. War so an sich eine Runde, mit der man zufrieden sein kann. War jetzt nicht übermäßig, aber war lustig. Ich fahre erstmal auf mein Lieblingsplätzchen. Ich kann mal die Kamera lösen. Wo sind die anderen T4? Ach, Atomic fährt dahin. Paintman mir hinterher im KV4. Atomic den T34. So, da habe ich das erste Mal geflucht. Warum? Weil der Rheinmetaller dahin fährt. Und er hat da rein gar nichts verloren. Das ist Selbstmord. Für ihn. T32 prallt schon recht wenig ab, wenn man die Wanne trifft. Da kriegt der 29er einen rein. Aber beim Rheinmetaller kommt ja nur alles durch. Da so offen rumzustehen, ist Selbstmord. Aber gut, muss er selber entscheiden. Das war ja klar. Ja, normalerweise würde ich genau da, wo der Rheinmetaller jetzt steht. Dann guckt nämlich nur der Turm über diesen Sandhügel raus. Das ist die Wanne unheimlich schwer zu treffen. Und ich brauche mich nicht so viel bewegen. Okay, jetzt haut er ab. Jetzt fahre ich auch dicht da rein, glaube ich. Ne? Na gut, hätte ich mir sparen können, den Schuss. Ja, genau. Und von dort aus kann man nicht so leicht bekämpft werden. Gut, die drücken rum, dachte ich mir. Es ist gewagt, aber ich fahre mit. Ich ärgere mich im Nachhinein, dass wir es nicht gleich live aufgenommen haben. Jo, da kriege ich auch noch eine vom Jagdpanther, vom Löwen auch noch. Ich sag, das ist eine heiße Phase, da so schnell rumzufahren. Und so offen. Aber gut. KV4 hat von irgendeinem aus unserem Team gerade eine gefressen. Hat Paintman auch gleich beschwert. Gut, Rheinmetaller her. Ja. Das war sowieso so ein Hit. Okay, das Ziel ist dann auch weg. So. Atomic räumt da auch gut auf. Ist auch ein Abschuss. Wie gesagt, Gefechtsergebnisse. Ja, war klar, dass der Löwe da durchkommt. Gefechtsergebnisse werde ich wieder unten drunter packen. Bei Live-Aufnahmen nicht, da seht ihr das ja dann. Schön. Hat sich Paintman ein bisschen aufgeregt. Er hat es nämlich auch gerade anvisiert gehabt und dann Horror weg. So, da hinten wird's eng. Lass mich durch hier. T34 und Tiger. Da müsste echt noch. Ah, es ist so ärgerlich manchmal. Aber gut. So ist es eben. Na, komme ich da ran? Jetzt komme ich ran. Das war klar. So, viel bewegen, das mögen T34 so gar nicht. Genau, kriege ich noch eine vom Teamkameraden. Gott sei Dank ist er abgeprallt. Entschuldigung. So, kommt er da? Jetzt kommt er durch. Ah, genau da sitzt eigentlich auch Moonlager ähnliches. Da
Brauche ich nicht hinschießen, dann pralle ich ab. Ja. Oh, der hat getroffen. Okay. Das ist selten. So. Da kommt Atomic. Er wollte jetzt die Abschüsse haben. Der wollte es wissen. Aber er vergeigt. So, ich ziehe natürlich die Kette. Das war so klar. Löwe von hinten. Paintman haben sie auch schon ordentlich runtergeschossen. Wo der KV4 eine Menge aushält, aber das dann doch nicht. Und da war er raus. Leider, leider. Ich glaube, der Motor sitzt auf der anderen Seite. Aber da vorne kann man Deutschen immer hinschießen. Immer aufs Antriebsrad, da gibt es meist auch einen Motorschaden. Oder irgendwas anderes, was noch mit Leidenschaft gezogen wird. Sehr gut. Hat Atomic nochmal zugeschlagen. So, und jetzt ist bloß noch der Panther 2 da. Dass der jetzt natürlich... Ja, weil er sich nach vorne bewegt hat, dachte ich mir, okay, dann versuch's mal von hinten zu kriegen. Wer ist der Süleyman? Interessant. 3648 Schaden haben wir. Wir haben zwei Ziele ausgeschaltet. Insgesamt 6 Ziele bekämpft. Das ist okay für einen T-32. Na, schade, er hätte doch treffen können. Atomic hat da noch einen Vogel abgeschossen. Ich habe mir gedacht, jetzt könnte es endlich mal reichen für einen Meister. Hatte ich gehofft. Schauen wir mal. Wie gesagt, Gefechtsergebnisse sind unten drunter, da könnt ihr das dann sehen. Und auch von Atomic, der wirklich eine bravouröse Leistung gebracht hat. Und Paintman, der uns auch wunderbar unterstützt hat. Also ich will seine Leistung nicht in Schatten stellen jetzt, um Gottes Willen. Spaß gemacht mit den beiden. Gern mehr davon. Los geht's. Und wo war der? Nein! Und da kriegt er mich. Das war bitter. Ja. Aber dann wird er auch gleich ausgeschalten. Also wie gesagt, war rundherum ein cooles Gefecht. Freue mich auf mehr Gefechte mit den beiden. Bis zum nächsten Mal.